Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr euch gegen eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attacke schützen könnt, ja, oder ARP-Attacke, ARP-Angriff. Genau, also in meinem letzten Video, da haben wir gesehen, wie schnell und einfach das geht, ja, beziehungsweise wie schnell wir zum Opfer einer solchen Attacke werden können, ja, also der böse Angreifer, der kann sich im Netzwerk so positionieren, dass er unser Netzwerk-Traffic abfängt und mitliest, im schlimmsten Fall auch manipuliert. Ja, wir als User, als Anwender bekommen in der Regel da überhaupt nichts mit, ja, da sind wir etwas machtlos, so ohne weiteres. Genau, deswegen wollte ich euch heute zeigen, beziehungsweise ein Tool, ja, zeigen, der uns davor schützt. Ein bisschen, ja, das Tool nennt sich hier XARP. Ja, das könnt ihr euch einfach aus dem Internet kostenlos herunterladen. Das ist jetzt hier die offizielle Webseite hier, ja, xARP.net, ja. Genau, das sieht hier dann so aus. Ja, hier ist der Download-Bereich hier, beziehungsweise, ja, könnt ihr hier, es gibt natürlich eine freie Version und eine Pro-Version hier, die kosten, ja, 29 Dollar. Da kann man ein bisschen mehr Schickimicki mitmachen hier. Für uns reicht das jetzt aber erstmal die freie Version hier. Ja. Ich habe das jetzt schon runtergeladen hier, das ist meine Exe-Datei. Und genau, wir können auch schon direkt loslegen. Ich installiere das jetzt mal einfach und next, next, next. Ja, das ist jetzt hier schon durch. Ja, das geht recht schnell hier die Installation. Wenn wir jetzt auf ja, Finish klicken, dann startet das direkt, das Tool, ja. Und hier haben wir, genau, jetzt wird direkt gescannt, ja, das Netzwerk oder besser gesagt die ARP-Pakete, die werden jetzt ja, analysiert, ja, die ganze ARP-Pakete, die jetzt durchs Netz hier gesendet werden, so wie man hier sieht, ja, die Zuordnung der IP-Adresse zur MAC-Adresse, ja, das wird jetzt, das Tool legt sich jetzt hier auch eine Liste an, ja, eine feste Liste, und sobald hier eine Änderung passiert, ja, dann wird das Tool direkt Alarm schlagen, ja, also wenn sich jetzt ein Angreifer sich jetzt dazwischen schaltet, dann wird natürlich diese IP-MAC-Zuordnung geändert und das merkt das Tool und schlägt sofort Alarm. Hier haben wir nochmal, können wir Filter setzen, ja. Hier sind einmal 1, 2, 3, 4, das sind ja vordefinierte Konfigurationen hier sozusagen, ja. Also minimal, das ist jetzt hier Passive Detection. Hier ist Basic, ja, für die meisten. Wenn einfach das Hebel hier hochschieben. Ja, das ist jetzt, ja, also das Detected Standard-Attacks, ja, die meisten, also hier werden alle Attacke hier detected, genau, und für die meisten, ja, Default-Environments, hier die Standards Umgebungen, hier haben wir nochmal High und Aggressiv, ja, da sind jetzt verschiedene ja, Konfigurationen. Hier muss man allerdings auch mit ja, Fehlalarmen rechnen hier. Wir können das jetzt für uns hier auf Basic lassen. Das reicht für uns erstmal jetzt hier. Und wir können auch, genau, die Professional, das ist jetzt, ja, ist jetzt die Professional-Version. Da sieht jetzt, die Standard-Version sieht hier so aus, ja. Wenn wir jetzt hier die Professional Version haben, ja, wir haben jetzt hier gibt es zum Beispiel ja, eine Lizenz, die kostenlos ist für den Privatgebrauch, ja, wenn wir das in einer
Produktivumgebung nutzen möchten, dann müssen wir natürlich dafür zahlen, ja, müssen wir das kaufen auf der Seite, die Lizenz kostet $29, haben wir gesehen. Ansonsten für Privatgebrauch können wir das hier aktivieren, ja, wenn das hier die Standardversion nicht reicht. Hier ist nochmal eine Key, ja, für das Tool und kann man hier in den Advanced View ja, umschalten und das sieht dann hier so aus. Hier hat man nochmal ein paar Optionen mehr, wie zum Beispiel, wenn wir mehrere Interfaces haben, ja, Netzwerkkarten, können wir auch die Netzwerkkarte auswählen. Hier können wir den Log Level bestimmen. Hier haben wir die Möglichkeit, wenn wir jetzt ein Netzwerk oder unsere Netzwerke überwachen, dass wir per E-Mail hier benachrichtigt werden, wenn da eine Änderung stattfindet. Ja, hier der Intervall, also wie oft soll das analysiert werden und so weiter. Oder wir haben hier diverse, ja, Module. Hier können wir Filter setzen. Hier sehen wir ein paar Standardfilter, die hier gesetzt sind. MAC-Filter, IP-Filter sieht hier so aus. Genau, da können wir noch ein bisschen, ja, tiefer analysieren sozusagen. Wir werden jetzt aber hier erstmal auf Normal View, ja, Standard lassen. Und jetzt, genau, jetzt will ich euch zeigen, was passiert, wenn jetzt uns einer dazwischen funkt, ja, wenn ihr so wollt. Ich starte jetzt hier das ist jetzt hier mein Rechner hier, das hier, ja, wo die Software hier läuft, dieser XARP, das ist hier die 25 und ich starte jetzt eine Man-in-the-Middle-Attacke. Genau, ich starte jetzt einfach hier die Attacke on. Genau, und schon sofort sehen wir, das Tool hier schlägt Alarm. Hier kommt ein Fenster. Ja, hier haben wir zack, zack, zack. Das ist jetzt der Attacker hier, die 4 beispielsweise. Und das ist jetzt hier mein Rechner, das ist mein Gateway hier. Und hier steht schon, dass hier Change, ja, dass der, ja, diese Zuordnung von IP und MAC-Adressen, das geändert wurde. Und schon haben wir ganz viele Alerts hier, ja. Also spätestens jetzt wissen wir, dass da etwas nicht in Ordnung ist auf jeden Fall, ja, dass da uns jemand hier zwischenfunkt. Ja, so sieht es dann aus, ja, wenn wir jetzt ja, hier irgendwie eine Seite aufrufen, meinetwegen, sag, es reicht, wenn ich den Browser hier aufmache, dann habe ich hier schon die Verbindungen hier, ja, dann. Ja, das ist jetzt hier der Angreifer, die Seite von den Angreifer, wie ihr das sieht. Und das ist, ich schließe das jetzt mal, und das ist jetzt hier, ja, unser Rechner. Und wir sehen jetzt hier, dass da auf jeden Fall irgendwas nicht stimmt, ja. Ja, genau, also ich denke, das war es erstmal auch, ja, alles fürs Erste jetzt. Zack. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, so sieht das jetzt übrigens aus, wenn jetzt in der Pro-Version, ja, hier können wir zum Beispiel IP, wenn wir jetzt hier auf IP-Filter und hier haben wir noch mal, ja, mehrere Infos hier. Das wollte ich jetzt aber nicht darauf jetzt so. Genau. Ja, das reicht für uns als, ja, für Privat Gebrauch hier, damit wir uns schützen, wenn wir zum Beispiel mit dem Laptop in öffentlichen Netzen unterwegs sind oder so, ja, dass wir da ein bisschen Sicherheit haben. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass ich euch damit helfen konnte. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.